Hoi Ninja, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich zeige dir heute, wie du deine allererste Endgame-Rüstung bekommst und als kleinen Bonus gibt es auch den Präzisionsbohrer, den du zum Anfang für fast alles benötigst. Als weiteren Bonus möchte ich heute mit dir über die Zukunft von Skull & Bones und diesem Kanal sprechen. Als kleine Änderung fangen wir heute mal mit dem Bonus an. Und zwar, wie bekommt ihr den Präzisionsbohrer? Ganz einfach. Dafür müsst ihr nur nach Obilente. Dort angekommen, die Quest über Ozean hinweg an. Dies habe ich hier schon getan. Nun seht ihr im markierten Bereich, wo das Geisterschiff Mangudin spawnen kann. Von Mangudin erhaltet ihr euren ersten Präzisionsbohrer. Solange ihr die Quest habt, spawnt Mangudin zu 100% im markierten Bereich, allerdings nur bei Nacht. Ich habe euch das Video zu meinem Ouroboros, was auch das Geisterschiff beinhaltet, oben rechts in die Infokarte verlinkt. Dort erfahrt ihr wichtige Tipps, wie ihr Mangudin besiegt und wie ihr auch immer feststellen könnt, welche Uhrzeit ingame ist. In Season 1 läuft aktuell das Event der Rote Mangudin. Dazu müsst ihr nur die Quest am Kopfgeldbrett Leid aus der Tiefe annehmen. Rote Mangudin erscheint zu 100% im markierten Bereich. Allerdings solltet ihr vorher im Chat nach Hilfe fragen. Während dieses Kampfes erhaltet ihr Präzisionsbohrer, und zwar von den Kopien, die Rote Mangudin spawnt. Eure erste Endgame-Panzerung ist der Königliche Verwalter. Die bekommt ihr von der französischen Kompanie, beziehungsweise deren Konvoi der Stufe 7. Dieser spawnt in der Nähe von Obilente. Wie schon gesagt, er ist nur Level 7 und relativ einfach zu besiegen. Sobald ihr die Konvoi entdeckt habt, erspäht ihr mit eurem Fernglas die drei Hauptschiffe. Wenn ihr das Glück habt und eines der drei Schiffe hat den königlichen Verwalter direkt in der Lootliste, müsst ihr das Schiff nur versenken, um die Panzerung zu bekommen. Wenn nicht, dann müsst ihr allerdings jedes einzelne Schiff entern. Durch die Enterung erhaltet ihr nämlich Bonusloot, und zwar aus dem gesamten möglichen Lootpool, auch den königlichen Verwalter. Während der Konvoikampf läuft, möchte ich mit euch über die Zukunft von Skull & Bones und diesem Kanal reden. Nächste Woche erscheint der Endkampf der Season 1. Das ist natürlich gut und auch eine weitere neue Aktivität. Allerdings ist es auch nur eine kleine Aktivität. Und wie oft wird es sich lohnen, die zu wiederholen? Das ist ungewiss, aber allerdings kann man davon ausgehen, dass es vergleichbar ist mit Rodo Mangudin oder auch La Peste. Somit sieht es ansonsten nicht so gut aus für Spieler, die das Spiel echt viel spielen, beziehungsweise schon eine Weile spielen. Ich habe teilweise nichts zu tun und um ehrlich zu sein, habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Videocontent, den ich euch zeigen könnte. Ich will nicht nur Let's Plays oder Gameplay-Videos machen, sondern eigentlich Videos mit mehr Inhalt und Mehrwert für euch, meiner Community. Allerdings gibt Skull & Bones derzeit nicht so viel her. Ich werde weitere Videos rund um Skull & Bones machen, aber nicht mehr ausschließlich. Aktuell plane ich Swords at Liberty zu spielen, zu denen ich auch eine Beta-Einladung erhalten habe. Swords at Liberty ist aber noch in weiter Ferne, zumindest haben wir noch kein genaues Release-Datum. Wo die Reise hingehen wird, werden wir wohl gemeinsam erfahren. Zumindest wenn du dabei bleibst und jetzt den Abonnier-Button aktivierst, um mit mir gemeinsam die Reise anzutreten. Sagt mir in den Kommentaren, was ihr von Skull & Bones haltet und welche eventuell Alternativen ihr in Aussicht habt. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich eure Zukunft alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.